Durch die Folter verstarb er am 22. Dezember 1941. Sein Lied »Jungs von der Gestapo« wurde von tschechischen Kabarettisten in Theresienstadt, natürlich in tschechischer Sprache, heimlich gesungen.
Durch die Folter verstarb er am 22. Dezember 1941. Sein Lied »Jungs von der Gestapo« wurde von tschechischen Kabarettisten in Theresienstadt, natürlich in tschechischer Sprache, heimlich gesungen. Nie wieder seht ihr euer Heimatland.